Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mother is Dead. Nachdem die letzten zwei Folgen eine Katastrophe waren, da das Spiel die ganze Zeit immer wieder abgestürzt ist, habe ich das ganze Ding jetzt nochmal neu installiert und dabei ist dann die PlayStation abgestürzt. Das freut einen ungemein, das ist super, also sowas will man haben, sowas braucht man. Jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, neu installiert und jetzt laden wir einfach mal den letzten Spielstand und hoffen, dass es jetzt durchspielt. So, das Begräbnis. Bist du dir sicher? Aber wie doch? Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze hinhaut hier. Wir waren bei unserem Raben, waren wir stehen geblieben, ne? Da kräht er auch schon vor sich hin. Hallo, Schwester. So, das haben wir schon gelesen. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Die Schaukel schaukelt noch immer da hinten, ne? Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Dem bin ich schon gefolgt. Und dann ist das ganze Ding ja hier abgeschmiert, ne? Oh, bin ich jetzt gespannt. Was will der denn von uns? Wo ist er denn? Ach, da sitzt er. Da waren wir noch gar nicht unten, ne? Da sind wir noch bis jetzt noch nicht mehr runtergegangen. Warum eigentlich nicht? Oh, da hinten ist was. Da ist der Rabe. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben, aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei, denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen, wieder existieren. Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott, also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist.
Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie hat sich mit mir unterhalten. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Die weiße Frau. Fünfter Tag nach Marthas Tod. Sie sagte gerade, nach dem Gespräch mit der weißen Frau hatte sie jetzt den Schlüssel. Wir haben nicht mit der weißen Frau gesprochen. Und wir haben auch keinen Schlüssel. Genau, das waren die letzten Einträge. Aber wir haben keine. Wir haben auch Tarotkarten nicht. Am letzten Tag die Tarotkarte nicht gemacht, ne? Und Fahrrad? Ich werde es schaffen. Es wird sich alles irgendwann ändern. Aber das Glück wird nicht mein Verbündeter sein. Und es wird alles sehr schwierig werden. Okay. Also, was brauchen wir jetzt nochmal? Warte mal. Also, was brauchen wir jetzt nochmal? Ich muss mir eine. Eine Haarlocke, wie kriegen wir denn eine Haarlocke? Wir müssen uns eine Haarlocke abschneiden. Keine Ahnung, also sie müsste sich eine Haarlocke abschneiden. Was wir jetzt brauchen,
Oder was wir machen sollten, ist zu dem Friedhof gehen, den wir da gefunden hatten. Der war doch da hinten, ne? Genau hier. Da war er. Hier war er. Genau hier. Der ist nicht mehr da. Okay. Friedhof. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Sicher doch. So. Machen wir von den beiden hier nur, oder? Da sind keine Steine aufgehäuft. Wir haben alles. Erforderliche Erweiterungen haben wir ja, ne? Oder? Nächster falsche Film. Halt, nein. Den und den brauchen wir. So, jetzt hat. Wir hatten den falschen Film drin. Wir hatten ISO 100 drin. Okay, was wir jetzt brauchen, ist eine Haarlocke. Und die anderen zwei Sachen wusste sie nicht, wie sie sie herstellen sollte. Ne? Was ich mich auch frage, guck mal, wie viele Sachen wir noch haben, was wir noch nicht gemacht haben. Oh Gott, wie komme ich da noch hoch? Die Zeitung habe ich nicht gelesen für diesen Tag. Zu erledigen. Entwickle das Profi-Renner, es müsste erledigt sein. Mach ein Foto vom Grab im Wald, Objektiv und Film für Infrarot. Haben wir alles? Es muss neblig sein, um überhaupt Geister fotografieren zu können. Karte ansehen. Oh mein Gott. Wir müssen zum Steg runter. Okay, dann gehen wir zum Steg. Es ist neblig, um Geister zu fotografieren. Das hat also, das passt schon mal. Jetzt müssen wir noch runter zum Steg am See. Da laufen wir doch mal hin. Der Helm ist auch noch da. Da ist noch ein Grab. Komme ich da nicht vorbei? Das ist nur so ein kleiner Babybaum hier. Nicht dein Ernst, oder? Foto kann ich auch nicht machen. Kann mich ja nicht knien. Nee, sie. Den Weg da oben, da gibt es keinen anderen, oder? Wo sind wir denn jetzt? Ja, wir könnten oben rum vergehen. Oben rum versuchen zu gehen. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Da ist eine Hütte.
Was für ein schöner Ort. Da komme ich aber nicht rein, ne? Dem schönen Ort. Nee, ich glaube nicht. Ein seltsamer Ort. Ich komme nicht mehr zurück. Oh, ich hänge am Baum. Ich kann auch kein Foto machen. Ich kann kein Foto machen. Ist jetzt kaputt wieder. Karte ansehen. Okay. Haben wir doch schon gemacht. Ah, ich kann jetzt alle anrufen. Okay, wusste ich nicht. Okay, schade, dass ich hier kein Foto machen kann. Dann werden wir da unten auch kein Foto machen können. Ich kann keine Fotos machen. Sie holt die Kamera nicht raus. Sagt's auch nichts. Komme ich jetzt von der Seite vorbei? Es ist nicht dein Ernst, oder? Ach komm, das ist doch ein Blödsinn. Gibt es unheimlich viele kleine Wege, die man total schnell übersieht, ne? Rennen wir jetzt überhaupt richtig? Schon, oder? Da gibt es auch noch so einen komischen Weg, guck. Da, hast du es gesehen? Da war der Tod, ne? Da, wo wir die Leiche gefunden haben. Ein Bild von Hitler. Wer? Sie sieht es nicht. Als Rache packt das unterdrückte Volk den Schlechter an der Kehle. Adolf Hitler. Kommunistische Partei Italiens. Vergeltung für Lapo. Okay, das war jetzt interessant. Ich hatte keine Hand, aber... Ich glaube, das ist schon wieder kaputt. Da frage ich mich ja gerade, ne, ob hinten da bei dem Kreuz, ob sie da nicht doch was gesagt hätte. Och, mich nervt es, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert und du dir da nicht sicher bist, ob das geht. Das möchte ich dann wieder zurückrennen. Nicht, ne? Wäre zu schön gewesen.
eine kleine Abkürzung oder sowas. Das ist echt eine Rennerei hier. Verdammte Kacke. Wieso fehlt dir da die Hand? Kann mir das mal einer sagen? Warum fehlt dir da die Hand? Ich weiß, es ist nicht der richtige Weg. Da kann man rübergehen. Und da kommen wir zu dem, Bunker, wo wir nicht reinkamen, ne? Oder zu diesem komischen Teil da. Hier unten ist es, genau. Weiß es ja nicht. Wir rennen durch den Wald, ein kleiner Waldspaziergang. Ist das nicht schön? Ich überlege jetzt gerade, wie sind wir denn davor gegangen? Da sind wir gegangen, genau, da ist die Bank. Hier runter und dann oben rauf. Genau, den kleinen Weg hier rein. Klimper, klimper. Okay, da geht nichts. Es ist komisch. Es ist einfach nur seltsam. Nee, da geht nichts. Sind wir sonst hergerannt? Jetzt macht die Kamera vor allem mal auf. Wieso macht sie die jetzt auf? Wieso macht jetzt die Kamera auf? Ey Leute, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ist hier komisch. So, warte mal, geht das jetzt? Kann ich jetzt die Kamera und ein Bild von dem Haus machen? Okay, oder? Seltsam. Jetzt geht's, dann geht's nicht. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich da wieder durchkomme oder mal wieder hängen bleiben. Siehst du? So, jetzt aber, jetzt gehen wir runter zum Fluss. Jetzt gehen wir runter zum Fluss, zum See, zum Steg, nicht zum Fluss.
Wir wandern durch den Wald, wir wandern durch den Wald. Das Wandern ist so schön, das Wandern ist so schön. Wir wandern durch den Wald, wir wandern durch den Wald. Warum ist da ein kleiner... Achso, das ist unser Pfeil. Ich bin schon ganz doof. So, komm, wandern durch den Wald. So. Jetzt sind wir gleich da. Da ist nicht. Da unten ist nicht. Da ist der Steg. Warum ist da ein Licht? Wieso brennt hier ein Licht? Ist irgendwas im Busch. Hier. Ich beginne zu glauben, dass die weiße Frau nicht nur eine Legende ist. Und das macht mir ein wenig Angst. Es ist seit ein paar Tagen hier, an einem Ort, der sowohl mir als auch ihr gehört. Wir müssen... Diese Steuerung macht mich wahnsinnig. So. Wir müssen rüber. Zur Insel. Wo ist denn hier die Insel? Da drüben ist ein... Dieses kleine Ding da drüben? Echt jetzt? Dieses kleine Dings da drüben, das soll eine Insel sein. Oh Gott. Ohne alle notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Oh nein! Wir müssen jetzt nochmal komplett zurückrennen. Das an die Locke holen. Die kann ich nur vom Haus machen. Warum kann ich mir die nicht jetzt hier einfach abschneiden? Ich habe doch die Schere. Dann muss ich wieder hier zurückrennen. Ist nicht dein Ernst. Das nicht dein Ernst. Schneide doch einfach eine Locke ab. Schere ist dabei. Schnips und ab ist die Locke. Und gut ist. Ist doch kein Thema. Wenn sie jetzt zurückläuft, mir eine kleine Locke abschneiden, wie wir dann gleich wieder zurücklaufen dürfen. Das ist jetzt ziemlich doof. Das können wir abkürzen, guck. So ist ein Baum. Hier ist ganz schön neblig. Hier im Tale ist es neblig. Sind wir wieder am Friedhof? Sind wir gleich daheim. Ich kann das Haus schon sehen. Aber wir müssen das Foto auch noch entwickeln. Und wir wissen, was auf dem Grab stand. Stimmt. Da ist noch so ein blaues.
Sauerstofffetzen. Den sieht sie aber nicht. Okay, die Kapelle ist wieder zu. Wir sind anscheinend noch immer alleine, ne? Ist anscheinend noch immer keiner da. Wir versuchen nachher. Ach nee, wir müssen ja den Reifen erst aufpumpen, sonst können wir mit dem Rad nicht fahren. Wir haben keine Ahnung, wo diese blöde Pumpe ist. Die Schaukel schaukelt. Okay, Leute, dann sage ich vielen Dank. War eine bisschen komische Folge, wir sind ein bisschen rumgerannt, aber immerhin ist es nicht abgestürzt. Das Spiel hat durchgehalten. Ich bin ganz happy. Vielleicht hat das wirklich was gebracht, das neu installieren. Bitte was? Die Tiere sind tot. Die Tiere sind alle tot. Da ist ein Zettel angebracht. Da, an dem Stamm. Alle Tiere sind tot. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Dann geht's weiter. Und schau mal, ich schaue erstmal runter, was da ist. Wir sollen ja auch noch diese Leitung kappen, ne? Irgendwie. Diese Telefonleitung. Okay, also bis gleich dann beim nächsten Mal. What the fuck? Nochmal.